Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Ja. Ich habe jetzt letzte Mal irgendwie nur eine Folge geschafft, irgendwie aufzunehmen von der Zeit her. Irgendwie. Ja. War ein bisschen nicht so gut geplant worden von der Zeit von mir dieses Mal. Scheinbar jetzt auch blöderweise nicht so viel. Hier ist eben gleich rüber ein paar Schildkröten snacken. Und ja, aber ich habe es endlich geschafft, hier The Elder Scrolls Arena, also den ersten Teil, aufzunehmen. Ein paar Folgen habe ich jetzt schon aufgenommen. Es war aber auch eine schwere Geburt, muss ich sagen. Und ich muss aber auch sagen, dieses Spiel schenkt einem nichts. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Erfahrung vom ersten Teil. Da müssen wir noch sammeln, jede Menge. Hier runterfahren. So, und dann. Na, blinken müssen wir auch noch. So wie es aber auch bisher aussieht, ich habe auch ein bisschen so gegoogelt, so wegen The Forest, dass man da, nicht The Forest, wegen Elder Scrolls Arena. Und ja, das war damals wirklich so, was du zu tun hast, musst du dir tatsächlich wirklich aufschreiben. Und richtig nach den Quests suchen. Jetzt stecken wir da wieder fest. Also, Arena, das wird eine echte Herausforderung. Vor allem das Spiel ist ja auch auf Englisch. Ich habe bisher immer noch keine deutsche Ausgabe gefunden. Nicht einmal eine Mod, die das auf Deutsch irgendwie hier übersetzt. Und die meisten Mods halt immer noch nicht funktionieren. Oh, Entschuldigung, ich bin auch so, was halt angeht, ein bisschen so gereizt. Ich habe einen etwas gereizten Hals heute. Blöderweise. Aber ich hoffe, das macht nichts aus. Und ja. Trotzdem, ich muss sagen, also das erste Dungeon in Elder Scrolls Arena, da werde ich auf jeden Fall ein paar Folgen so euren Spaß mit haben, so anzusehen, so wie ich da am Verzweifeln bin. Denn es war echt zum Verzweifeln, da irgendwie einen Weg rauszufinden. Aber ich will euch jetzt auch nichts vorwegnehmen. 11.11. ist ja schon in wenigen Tagen. So, wir haben, wenn diese Folge hier rauskommt, schon den 9. Also dann müsste bei euch übermorgen die erste Folge schon zu sehen sein. Ja, morgen oder übermorgen auf jeden Fall. Der 9. oder der 10. müsste dann da sein. Muss ich jetzt gerade schauen. Wie habe ich das geplant? Ja, müsste der 9. sein, genau. So, wir sind wieder hier. Wir brauchen wieder die Axt. Ah, stimmt. Wir hatten hier ja einen Freund gehabt. Und können wir den wieder aufstellen? Wir brauchen dafür Stöcker. Okay. Den hier. Wer ist? Keine haben wir. Boah, Entschuldigung. Das tut mir echt leid. Achso, der ist schon. Kommen jetzt ein paar Schildkröten. Ich hab Hunger.
Ihr seid keine Schildkröten da hinten. Aber will ich mit euch trotzdem mal riskieren. Hey, Freunde, huhu. Bin hier. Und kommt. Ah, meine Freunde. Ja, komm. Ihr dürft euch hier austoben. Ich habe einen Spielplatz für euch gebaut. Wo sind deine Freunde? Oh, der ist nicht. Wo ist er hin? Oh. Wo ist er? Da ist er. Oh. Und hier will er noch zuschlagen. So kann ich den jetzt. Okay. Interessant. Interessant anzusehen. So. Den sammeln wir eben hier auf. Und dann holen wir uns die Schildkröten, die da gerade zu sehen waren. Sind die wohl Schildkröten? Hallo? Ich würde sagen, den machen wir aber wieder fest. Und hier doch zu sehen wieder eh. Können wir den wieder festmachen? Auch hier. Wieder ein Ruckler, okay. Und den machen wir auch noch fest. Okay, sehen tue ich jetzt gar nichts. Dann würde ich sagen, wir machen den ein bisschen mit Stock wieder. Mehr sehen. Ich hätte jetzt gerne wirklich mal eine Schildkröte. Kommt endlich einer. Hallo. So, wenn der Hunger kickt. Da. Ja, wo ist denn der Mond?
Keine Ahnung, wo der Mond gerade ist. Ah, Essen ist fertig. Ne, den wollte ich wieder so machen. Und dann heute mal ja so ein paar Stöcker sammeln. Warum auch immer ich jetzt eigentlich um diese Uhrzeit hier hingekommen bin. Ich habe da irgendwas im Wald gehört. Und es hat sich nicht so angehört, als wären das vielleicht nur ein oder zwei, sondern eher so ein bisschen mehr. So, wir bauen uns hier jetzt mal ein einfaches Feuer. Und hier aus Versehen noch die falsche Taste. Und schade, dass der andere jetzt weg ist, die vorher da drin hatte. So, Mikro stelle ich mal lieber ein bisschen näher an mir. Ausgerechnet jetzt müssen die kommen, ne? Wo die genau jetzt sehen, ihr Freund brennt da. Hallo. Ich habe euch da einen Spielplatz gebaut. Komm, geht spielen. Eurem Freund da geht's gut. Der hat hier auch schon seinen Spaß. Kommt, spielt. Habe ich alles für euch gebaut. So, hier haben wir Knochen. Ach, fehlt uns noch was. Ja, den wollte ich noch aufsetzen. Hä? Und geht spielen. Da. Okay, die hauen ab. Kein Plan, wo die jetzt hingehen. Genau. Da haben wir. Nice. Und hier haben wir auch noch mal eine Schildkröte. So. Will dich haben. Zehntausendmal 5 gegengehauen.
Aber egal. Heute waren wir ausnahmsweise nur mal wegen den Stöckern hier. Und das Ding eigentlich noch, diesen Spielplatz für die Ureinwohner da noch mal ein bisschen austesten. Aber ich glaube tatsächlich diese Seilfalle, wo die festgeschnürt werden, macht am allermeisten Sinn. Vor allem auch ganz besonders, wenn wir da irgendwann unseren Dorf hinbauen. Dort an der Küste. Sollten wir ein paar von diesen Seilfallen halt irgendwie am Eingang platzieren oder so. Oder zumindest dort, wo die Ureinwohner immer regelrecht häufig vorbeikommen. Damit wir immer einen guten Vorrat an Knochenrüstung haben. Denn wir müssen ja auch unseren Sohn hier wiederfinden. Natürlich. Und uns auch bald irgendwann mal auch auf die Suche machen nach den ganzen anderen Pistolenteilen hier. Wir haben ja schon zwei. Die sollen ja irgendwo auf der Insel verteilt sein. Und die Spielsachen irgendwo in den Höhlen. Und die Pistole auf jeden Fall. Die soll ja entscheidend sein fürs Endgame in dem Spiel. Boah, Entschuldigung, echt. Nice, den ersten haben wir fertig. Und wir haben wieder Durst und Hunger. Boah, das wird eine Mordsaufgabe, die hier fertig zu haben. Essen ist fertig. Warte mal, ich wollte eher hier hingucken. Wir haben schon vier Schädel. So, dann können wir hier im Flur schon mal vier dieser Schädellampen machen. Eckenschädellampe. Dass wir den dann hier hin. So. Nice. Kommt der hier hin? Nur noch mal drehen. Jo. Ach, habe ich kein Seil mehr? So, das wird reichen.
Machen wir hier auch noch mal. So, nice. Und hier. Nein. Den hab ich falsch herum gemacht. Ach, nö. Scheiße. Egal. Egal, Hauptsache, wir haben da eine Lampe. Hauptsache, wir haben da eine schöne Schädellampe. Der hier ist leer. Und trinken wir von hier. Aber wenn diese ganzen Markierungen da nicht wären, ey. So ist besser. Ja, sieht schon nice aus. So, ich muss aber auch leider sagen, das wird heute leider nur eine etwas kürzere Folge. Ich sag euch auch schon mal vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.